Nee, ne? Zurück zu einer weiteren Folge Imkern mit Bienen, und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls der eine oder andere von euch das Deutsche Bienenjournal abonniert haben sollte, in der aktuellen Ausgabe 6 aus 2024, da ist ein Artikel drin, da geht es um Buckfast Abbey heute, und dreimal dürft ihr raten, wer den geschrieben hat. Sei es drum, jetzt ist Erntezeit und zumindest was die Frühtracht betrifft. Und bevor jetzt die Linde anfängt, möchte ich gerne die Frühtracht aus den Waben raushaben. Und als erstes prüfe ich dann den Wassergehalt im Honig, und der stimmt soweit. Der liegt so um knapp über 16%. Und die von mir bevorzugte Art und Weise, Honigzargen zu ernten, ist die, eine Bienenflucht einzulegen, 24 bis 48 Stunden zu warten und anschließend dann mit einem Akkulaubbläser die restlichen Bienen noch rauszupusten. Und wenn das erledigt ist, benutze ich immer für den Transport ganz gerne Nikot Futterzargen. Die lege ich dann nämlich ins Auto, unten auf den Boden. Und dann stapel ich dort die Zargen rauf und verschnür die dann mit Spanngurten einfach zur Ladungssicherung. Und weil ich dieses Mal einen etwas weiteren Weg vor mir habe, nämlich zu einem anderen befreundeten Imker, und dazu kommen wir später noch, heißt es dieses Mal besonders gut aufpassen beim Sichern. Wir gehen jetzt mal kurz. Oh, ich hab's echt im Nacken. Ich krieg den Kopf kaum rum. Das Alter. Also, wir gehen mal kurz zu den Mini-Plus-Einheiten. Also, wo die waren. So. Ja, ist gut, Moppy. Ich bin's nur. So, ich habe Begattungseinheiten erstellt. 17 Stück, glaube ich. Also 17 Mini Plus. Das reicht vorne und hinten nicht, weil jetzt habe ich ja so viele wilde Aktionen gemacht, Königin zu ziehen, und die waren sogar teilweise dann, in Summe waren sie erfolgreich. Also gerade hier das letzte Ding mit, wo ist er da, im Honigraum. Also Rainer Schwarz lässt grüßen, im Honigraum Zellen ziehen. Von den 30 gegebenen Zellen sind 23 zu Ende gepflegt worden. Ich hatte schon Sorge, dass die 28 zu Ende gepflegt werden. Naja, wenn die alle schlüpfen, dann schlüpfen ungefähr 40, 50 Königinnen. Viel zu viel. Viel, viel zu viel. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein paar Zellen nicht schlüpfen werden. So ein Gefühl. Ansonsten habe ich noch ein paar Apideas, die ich nicht so richtig doll mag, weil wenn die Königinnen da anfangen, Gas zu geben, dann werden die sehr schnell zu klein. Und dann wird man immer zur Action gezwungen. Aber notfalls benutze ich halt die. Was soll's. Und dann ist es so, dass ich mal gucken muss, vielleicht rufe ich den Dietmar Udemann mal an und frage, ob ich mehr als die angemeldeten 15 Einheiten bringen kann. Ein paar werde ich vielleicht einfach standbegatten lassen, aber mal schauen. Oder ich frage mal rum, wer Königin will hier aus der Region, wer mir welche abnimmt.
Also mal gucken. Wie gesagt, vor einer Woche habe ich noch rumgejammert, dass ich dass nichts klappt. Und denn der letzte Schuss hat ziemlich gut geklappt und jetzt bin ich eigentlich dann theoretisch überversorgt. Aber besser so als anders, ich will nicht meckern. Ansonsten, morgen will ich das erste Mal dieses Jahr Königin besamen, nur zwei Stück. Die muss ich morgen ganz früh noch abfangen, weil heute Abend werde ich es nicht mehr schaffen. Ganz früh noch abfangen und in den Käfig stecken und dann begasen, also einmal betäuben. Aber das werde ich dann im Detail festhalten, nicht jetzt. Jetzt fahre ich nach Hause und dann gibt es Abendessen. Also, reden wir mal über Saisonplanung, so ganz allgemein und dann speziell. Also im Oktober bin ich immer froh, wenn ich die Kisten zumachen kann und ein bisschen was Pause habe von den Bienen. Aber schon so im Dezember, und ich glaube, da funktioniert mein Gehirn so ein bisschen wie das einer Frau, die ein Kind bekommen hat. Man vergisst ziemlich schnell die ganzen Schmerzen und das Schreien und das unkontrollierte, naja, egal. Und es ist auch gut so, dass man diese unangenehmen Dinge, die man in der Saison hatte, wieder vergisst, weil entweder würde man das dann bleiben lassen, also die Frauen das mit dem Kinderkriegen und die Imker das mit dem Imkern. Und dann schlägt so die partielle Imkerdemenz zu und im Dezember dann fange ich an, schon konkrete Ideen zu entwickeln, was ich in der nächsten Saison so gerne machen möchte. Und das spinne ich mir dann so den Januar über zurecht und dann so langsam muss man auch konkret werden zum Februar hin, weil man vielleicht noch Material kaufen muss und weil man vielleicht schon irgendwas verabreden muss. Und dann fange ich an, die ersten Sachen so aufzuschreiben und einen relativ konkreten Terminplan zu machen. Das ist zwar heillos optimistisch und auch naiv, weil man natürlich bestimmte Dinge nicht kalkulieren kann, wie wann setzen Trachten ein, wann muss man konkret ernten, wann ist die Saison genau vorbei. Aber es gibt halt fixe Termine, die ich habe und die ich drumherum arbeiten muss. Also zum Beispiel der Besamungstermin von der VSH-Zuchtgruppe, der steht einfach schon ein Jahr lang fest. Da muss man drumherum planen. Oder unser Familienurlaub, der Sommerurlaub, der steht halt fest. Und man muss, oder ich, nicht Mann, ich muss dann die Imkerei um diese Termine drumherum planen. Und dann fange ich halt an, ziemlich konkret halt einen Terminkalender zu bauen, der so ein bisschen an so ein Tetris-Spiel erinnert. Also die einzelnen Aufgaben sind dann die Steine. Und dann gibt es so eine Zeitleiste, so einen Terminkalender, wo diese Steine dann reingepresst werden. Und ein Stein muss mehr oder weniger in den nächsten fallen, damit die nachfolgenden Steine noch angemessen Platz haben. Und das funktioniert am Anfang auch immer noch ganz gut. So im April. Und dann gibt es irgendwann den ersten Stein, der dann plötzlich anders aussieht, als ich das geplant hatte. Oder der in einem anderen Winkel fällt, als ich das mir gedacht hatte. Und die nicht dann aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, auch nicht drehen kann. Und dann sitzt dieser Stein plötzlich völlig falsch in diesem ganzen Konstrukt. Und während ich noch darüber nachgrüble, was ich jetzt mache, kommen die anderen Steine aber schon nachgefallen. Also weil die Zeit kann man ja nicht anhalten, es läuft einfach weiter. Und dann fange ich halt an zu improvisieren. Ich kann ja nicht abstreiten, dass das auch Teil der Herausforderung und Teil des Spaßes ist. Und dann fällt aber so diese ganze Zeitplanung Stück für Stück auseinander. Und spätestens zum Mitte, Ende Mai
ist eigentlich nichts mehr so richtig entspannt, wie es geplant war. Das ist dann schon stressig. Und um das an einem konkreten Beispiel festzumachen, war es so, dass ich zum Beispiel für die Besamung 2 Tage eingeplant habe. Das ist auch notwendig, weil ich ungeübt bin, weil ich da Zeit und Ruhe brauche. Die muss ich mir nehmen, um diese ganzen Vorbereitungen, die man da treffen muss, und die eigentlichen Arbeitsschritte auch in Ruhe durchführen zu können. Deswegen hatte ich letzten Freitag und letzten Samstag dafür eingeplant, für eine erste Besamungsaktion. Nur 2 Königinnen. Ganz klein Anfang, ganz Piano. Aber weil eben das Tetris-Spiel seine ganz eigenen Regeln wieder mal entwickelt hatte, hatte ich gar nicht mehr 2 Tage zur Verfügung, sondern nur noch Samstag Vormittag. Und wie das dann gelaufen ist, das sehen wir jetzt. Also der Samstag fing so an, dass ich morgens um 5 aufgestanden, zu den Bienen gefahren bin und diese beiden Königinnen, die ich da an diesem Tag besamen möchte, abgefangen und gekäfigt habe, was nicht ganz so einfach ist, weil die brünftig sind und fliegen wollen und auch sehr, sehr agil sind. Jetzt betäube ich sie für 5 Minuten, also insgesamt sollen Königinnen, die besamt werden, so 10 Minuten im Tiefschlaf sein, also inklusive Besamungsvorgang, und man muss sie Minimum 2 Stunden vor dem eigentlichen Besamungsvorgang einmal für 5 Minuten in den Tiefschlaf gelegt haben. Und ich habe sie mir dann schlafend in ihren Käfigen in die Hosentasche gesteckt, damit sie es schön warm haben. Und dann währenddessen habe ich dann die ganze Technik aufgebaut. Und das ist, da kommt relativ viel Zeugs zusammen, was man so alles braucht zur Besamung. Von Spritzen und Wattestäbchen, die ganze Besamungsapparatur selber, das will alles in Ruhe aufgebaut werden. Und dann, wenn man das soweit hat, geht es dann auch schon ans Desinfizieren. Also es gibt diverse Teile, die man dann steril kochen muss. Sei es die Spritze, sei es die Besamungskanülen oder auch der Ventralhaken oder die Spitze der Handsonde, sowie auch, war für mich überraschend, aber auch natürlich die Wattestäbchen. Das alles wird dann in einem Schnellkochtopf für 15 Minuten steril gekocht. Man packt die Einzelteile in Silberfolie ein, also die Instrumente, die man sterilisiert. Und nichts davon darf direkt ins Wasser gelegt werden. Also man füllt unten nur so 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter in den Schnellkochtopf und dann legt man die Einzelteile, die dann im Päckchen verpackt sind, in diesen Gara-Aufsatz. Und bei den Glaskanülen ist es so, dass man da beim Einpacken besonders aufpassen muss, dass man die nicht beschädigt, weil die sehr sensibel sind, und dass man vor allen Dingen die Spitzen der Kanülen unbeschädigt lässt. Das ist entscheidend. Weil wenn die Spitzen der Kanülen beschädigt sind, müssen die aussortiert und weggepackt werden, weil es sonst zu Verletzungen kommt bei den Königinnen während des Besamungsvorgangs. Deswegen ist es auch so wichtig, das wird man gleich noch sehen, dass man, bevor man anfängt, überhaupt Drohnensperma aufzuziehen, dass man mit der größten Vergrößerung des Mikroskops sich genau die Spitzen der Kanülen anschaut und prüft, ob die in einwandfreiem Zustand sind. Bevor man irgendetwas unternimmt in puncto Drohnensperma aufziehen, wie eben schon erwähnt, prüft man sehr genau die Spitze
der Besamungskanüle, ob da irgendwelche Beschädigungen, irgendwelche scharfen Kanten zu erkennen sind. Ist dem so, wird die Kanüle ausgesondert. Das war bei mir jetzt aber kein Problem. Das war in Ordnung. Ich hatte dann ganz früh noch ein Drohnenvolk geholt. Die waren sehr unruhig, also ungewöhnlich unruhig für dieses Volk, für diese Genetik. Ich führe das darauf zurück, dass ich denen praktisch kurz zuvor die Honigräume gänzlich geklaut hatte und die tatsächlich, was das Futter betrifft, ziemlich blank dastanden und entsprechend verteidigungsbereit waren die auch. Das Hauptproblem, das ich dann relativ schnell festgestellt habe, war, dass die Drohnen nicht so reif waren, wie sie hätten reif sein sollen. Also ich muss künftig, wenn ich sowas mache, viel mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf die Drohnenaufzucht legen. Und dann werden die Drohnen auch schon gestülpt. Das ist etwas, wo ich langsam besser werde. Allerdings nutzt das alles nichts, wenn die Drohnen kein oder zu wenig Sperma haben. Dann wird das mit dem Aufnehmen ausgesprochen schwierig. Also gerade wenn man Anfänger ist, so wie ich das bin. Also ein routinierter Besamer hätte da sicherlich nicht so viel Probleme gehabt, entsprechende Mengen dann zeitnah aufzunehmen. Aber mir ist das nicht gelungen. Und dann stieg der Druck, weil mir die Zeit davon gelaufen ist. Und das Ganze endete dann in einem, naja, in einer interessanten Lernerfahrung, nennen wir es mal so. Nee, ne? Also in dem Moment, wo ich diese Glaskanüle abgebrochen hatte, da dauerte es so eine Sekunde etwa, bis ich verstanden habe, was da jetzt gerade passiert ist. Und in dieser Sekunde entfaltete sich auch so die Erkenntnis, dass ich A, überhaupt keine Zeit hatte, einen weiteren Versuch zu unternehmen, weil die Tetris-Steine, und B, da, weiß ich nicht, 2-3 Wochen Vorbereitung innerhalb von einer Sekunde, durch eine Sekunde unaufmerksam sein, einfach zunichte gemacht worden sind. Und ich hatte deswegen keinen zweiten Versuch, weil ich keine Zeit hatte. Ganz einfach. Ein weiterer Tetris-Stein, der war ja schon am Kommen, war, dass ich an dem gleichen Tag noch Honigräume ernten musste, weil ich am Sonntag zum Honigschleudern verabredet war. Erstens. Und zweitens, wir nachmittags eine Verabredung zu einer Gartenparty hatten. Also blieb einfach keine Zeit. Ich hatte nur den Samstagvormittag und in dem Samstagvormittag musste das alles stattfinden. Und als der Samstagvormittag sich dem Ende zuneigte und ich erkannte, dass ich bestenfalls eine Königin besamen kann, weil für mehr hat es mit den Drohnen nicht gepasst und im Sperma aufziehen. Und in dem Moment dann das. Und da war ich dann echt übellaunig, eine halbe Stunde lang. Ich kann mich aber nicht so sehr ärgern wie über meine eigene Ungeschicklichkeit. Über meine eigene Dummheit dann. Also wäre jetzt eine der Katzen schuld gewesen, hätte die Kanüle abgebrochen. Das hätte mich auch geärgert, klar. Aber nicht so sehr, wie wenn es mir selber passiert. Da bin ich wirklich dann nicht so zufrieden mit mir. Sei es drum. Weil ich dann körperlich arbeiten musste, sprich die Honigräume ranschleppen, und weil ich dann B noch auf eine schöne Gartenparty gehen konnte, war das dann mit dem Frust auch vorbei. Aber ich gebe unumwunden zu, dass die Aussicht, am nächsten Tag um 6 Uhr früh aufzustehen und mit über 30 Honigräumen zu einem Imkerkollegen zu fahren, zur Schleuderung, dass ich da so exakt gar kein Bock drauf hatte. Ich hätte gerne mal so einen Tag ganz ohne Bienen gehabt, aber war halt nicht drin.
Also hieß es dann am nächsten Tag, Zähne zusammenbeißen und los. Also als wir dann, beziehungsweise als ich dann am Sonntag früh aufgestanden bin, da hatte ich auch nur so bedingt Böcke, immer noch nicht. Und dann bin ich halt zur Schleuderstraße gefahren mit meinem Honig.
Aber da war dann A, das Wetter schön und B, die Autobahn frei und ich bin glatt durchgekommen und die Musik war auch gut. Und dann kam ich da eigentlich schon besserer Dinge an und die Imkerei, wo ich hingefahren bin, die liegt traumhaft schön. Und dann wurde ich erstmal begrüßt mit den Worten, dass wir jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Und dann habe ich Kaffee getrunken und dann haben wir über Bienen geredet. Dann konnte ich mein Missgeschick vom Vortag nochmal aufarbeiten. Und als wir mit Kaffee trinken fertig waren, kam dann die Idee auf, dass wir jetzt auch alkoholfreie Kaltgetränke trinken könnten, weil das Wetter war ja so schön und so angenehm. Also haben wir uns noch mehr in die Sonne gesetzt und über Bienen gequatscht und halt einfach nur die Getränke gewechselt. Und dann wurde der Beschluss gefasst zu grillen. Und dann wurde erstmal der Grill angeworfen. Lecker mariniertes Wildschwein aus dem örtlichen Wald verzehrt mit Kartoffelsalat und Brötchen. Und dann haben wir das Ganze ausklingen lassen mit noch mehr Kaltgetränken. Und dann so um 1 Uhr hieß es dann, also eigentlich können wir jetzt auch langsam mal schleudern. Und ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt war ich schon ein bisschen unruhig und dachte mir so zwischendurch immer wieder, das ist jetzt alles schon ganz nett und ich genieße das auch, das tut mir richtig gut. Aber wir haben ja da noch einen Sack voll, ein ganzes Auto, einen ganzen Bus voller Honigräume und irgendwie möchte ich ja heute auch noch mal nach Hause kommen. Aber jedenfalls um kurz nach 1 haben wir dann angefangen. Und dann bin ich so ein bisschen in die Maschine eingewiesen worden und da habe ich meine Kamera aufgestellt, mal hier und mal da und dann hat man mir gezeigt, was man hier und da irgendwie wie machen muss mit dieser Schleuderstraße. Und man muss fairerweise sagen, dass ich eigentlich mehr im Weg gestanden habe, als dass ich mich da nützlich machen konnte. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann dieses ganze Auto voller Honigräume, diesen ganzen Bus voller Honigräume in etwas über 2 Stunden geschleudert. Da sind in einem Schleuderdurchgang, also die Schleuder hat 96 Rähmchen gefasst von meinen Rähmchen mit den 25 mm Oberträgern. Und wenn die ganze Filmerei nicht gewesen wäre und das Ganze erklären und so weiter, das Ganze rumgeflaxe, dann hätten wir das auch in 1,5 Stunden geschafft. Oder die Jungs, die sich mit der Anlage auskennen, hätten das in 1,5 Stunden geschafft. Ich habe noch nie, auch nur ansatzweise, so entspannt Honig geschleudert wie an diesem Tag. Diese ganze Anlage, das ist der feuchte Traum eines jeden Imkers. Da tut ja kein Rücken weh. Ich musste die Zargen nicht mal selber anheben, das konnte ich mit der Hydraulik machen. Und gut, meine Zargen passen nicht auf diesen Stempel, auf diesen Hebestempel, der die Rähmchen raushebt. Weil der ist ausgelegt für 12er der Dant und ich habe halt 10er Langschrot, 2/3 Langschrot. Deswegen, also gerade die 10er Kiste, die ist halt zu schmal. Also muss ich die Rähmchen per Hand umhängen, aber das ist kein Ding. Und jedenfalls waren wir dann um 4 waren wir mit allem fix und fertig oder kurz vor 4, irgendwie so. Und dann haben wir uns dazu durchgerungen, einfach noch mehr alkoholfreie Kaltgetränke zu trinken und noch mehr über Bienen zu reden. Und irgendwann habe ich mich dann auf den Heimweg gemacht und bin entspannt bei strahlendem Sonnenschein die 1,5 Stunden nach Hause gefahren. Und ich muss sagen, das war nach dem Frust vom Vortag, war das wie so eine, ja, wie soll ich das ausdrücken? Wie so eine Wohlfühloase, wie so ein Regenerationsprogramm für Imker. Es war wirklich ganz grandios. Da bin ich regelrecht entspannt nach Hause gekommen. So ganz so, wie ich es eigentlich mir gewünscht hätte, dass ich einfach mal einen Tag lang nichts mit Bienen zu tun habe. Aber ich hatte den ganzen Tag über was mit Bienen zu tun, aber auf die entspannteste Art und Weise
wie man sich das vorstellen kann. Ja. Ich glaube, ich mache das jetzt öfter so. Ich meine, ehrlich, grillen und Kaltgetränke. Ein bisschen ernten. Was kann der Imker anderes wollen? Wie kann das Paradies anders aussehen als so?